So, guten Morgen und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Stalker Shadow of Chernobyl. Wir haben ja letztens bei den Wächtern am Lager die Hundeplage ein bisschen beseitigt, hoffe ich zumindest. Haben wir auf jeden Fall gemacht, ich weiß nicht, ob ich gespeichert habe. Sieht schon noch aus. Ja, haben wir. Gut. Wie ihr wahrscheinlich mittlerweile gemerkt habt, sollte das Rauschen, was durch das billige Logitech-Headset entstanden ist, mittlerweile weg sein. Das liegt daran, dass ich jetzt einen Rauschfilter drüber habe. Wenn diesbezüglich jetzt Probleme auftreten, sprich irgendwelche anderen Sounds fehlen, wie also zum Beispiel jetzt das Schießen der Pistole oder irgendwelche anderen Stimmen von irgendwelchen Charakteren oder sonstiges, bitte ich da um Rückmeldung. Also falls das so der Fall ist, weil das kann auch schon mal sein, dass durch so einen Rauschfilter dann entsprechende Sachen fehlen. Ich muss jetzt mal kurz aussteigen, weil sonst, also ich Level Change und dann bin ich wieder da, weil sonst kackt das Spiel eventuell ab. Bis gleich. So, Ladies, da bin ich wieder. Wir sind jetzt, haben den Map Change hinter uns. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, wo ist denn jetzt hier die Anomalie? Und denn, da ist einer, das ist doof. Da ist auch einer, guck mal. Verarschen oder was? Da kann man an Gott. Jo. Haben wir doch noch überlebt. Okay. Alles klar. Also wir sind jetzt rein prinzipiell sind wir auf dem Weg zum Agroprom-Forschungsinstitut. Wenn ich nicht irre. Und ja, dann machen wir das da mal, ne? Würde ich sagen. Was haben wir denn denn? Eine Kiste. Kiste. Da ist aber nichts drin in der Kiste, schade aber auch. Gut, also wir kommen wie gesagt gerade aus dem Wächterlager und jetzt geht's ab zum Agroprom-Forschungsinstitut. Wo uns im Endeffekt die Hauptquest gerade hinführt. Ja, Nachtsichtgerät wäre mittlerweile nicht schlecht. Wobei, jetzt sehe ich gerade, die haben gerade in Sachen Nacht haben die ordentlich was geändert. Also der Himmel, der sieht ja echt mal super aus hier mit dem Mod. Muss man schon gestehen. Man sieht tatsächlich auch halbwegs auch noch was durch das Mondlicht. Das haben die echt gut gemacht. Die Lichteffekte bei Nacht sehen echt super aus, kann man nichts sagen. Was haben wir denn da? So eine Mutanten, oder? Die Nicker schon die Mutanten. Das ist auch noch ein Mutant. Töten wir die mal, würde ich sagen. Kommt her, Schweinchen. Das ist auch noch ein Schwein. Ich glaube, die sehen mich jetzt gar nicht oder so. Das ist ja putzig. Vor allem agiere ich dann auch noch mit Schalldämpfer, dann hören die auch nichts. Scheinbar, mehr oder minder. Schweine. Ich hab Bock. Oh, wir haben mal ein Schweineauge gefunden, das wir gleich schön verticken können. Herrlich. Dann geht es jetzt auch direkt auch weiter, würde ich sagen. Wobei da war. Ich glaube, das war so ein optionales Versteck, oder? Wie immer. Ne, ist nichts drin gerade. Schade aber auch. Und weiter zum Agroprom. Irgendwo Verstecker. Und da soll ich noch irgendwas machen. Machen wir auf jeden Fall mal nochmal für beide Kanäle, würde ich sagen. Richtung Sümpfe gehen wir jetzt sicherlich nicht, weil ich glaube, da gibt es nachts laufen da so ein paar Blutsauer rum und das wird kritisch gerade im Zustand, glaube ich. Das sind nämlich ganz harte Knochen. Ja, wo war der Knochen? Die schießen ja auf uns hier ab. Ey, bitte, denn so mal. Ein Wegzug. Ist super optimal. Kommen die denn jetzt alle her? Okay, die Banditen haben sich auf jeden Fall wieder schwer vermehrt. Das ist mies. Das meint ihr mal anders machen. Hier die Homies. Hier müsste da irgendwo einer sein, müsste da oben. Irgendwo. Scheinbar. So, zurück zu uns beiden. Ja.
Krieg mal ein bisschen Licht. Oh, oh Gott. Wo sind die denn alle? Sind die da irgendwo? Sind die oben oder so? Da stehen welche. Warum läufst du hier alleine herum? Warum nicht? Lass mich da. Na, der hat Kohle, den kann man verdicken, das ist doch gut. Da geht doch nicht so ein. Sag mal, was ist denn jetzt schon wieder los? Na, geht so. Das können wir in Ruhe weiterhandeln dann. Die Dinger behalten wir, glaube ich. Mehr oder minder? Kaufen wir nicht, ne. Und wir verdicken. Und jetzt müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen Krieg machen, sonst geht ja nicht so viel. Ein bisschen Unterstützung am Haus. Oh, die Banditen machen gleich mal die Lampe an beim Kämpfen. Ist ja doch ein frischer Fass. Wir werden also kommen einen Schlafsack. Können wir den nicht irgendwie verwenden? Mal ein paar Mal zu pennen eine Runde. Öffnet Pop-Up-Fenster mit Schlafen, ja. Ich sehe kein Pop-Up. Doch, da. Wir schlafen 9 Stunden. Was ist das denn jetzt für ein komisches Video? Achso, ja, das ist ja Standard-Video irgendwo gefunden. Aber irgendwie in schlechter Qualität. Was soll das denn? Ja, ich meine richtiger Qualität. Deshalb mit den Ratten. Das kommt erst, wenn wir aus irgendeinem Forschungslabor rauskommen, normalerweise. Aber dann in richtiger Qualität, das sieht ja gerade echt grauenhaft aus. Ich glaube, im dunklen Tal ist das. Aber das ist sicherlich, weil wir gerade träumen, oder das sind ja auch Träume von uns. Ach, jetzt bin ich tot, das ist natürlich auch super. Das ist nett. Und gut gemacht. Sprich, wir sollten uns tatsächlich einen Platz suchen, wo wir auch sicher sind in der Zeit. Das waren wir hier scheinbar nicht. Super optimal. Jetzt sind wir natürlich wieder hier. Super. Können wir gerade vielleicht hier mal machen mit dem Pennen, damit wir da tagsüber ein bisschen abgehen können. Weil tagsüber sollte das alles ein bisschen entspannter sein. Da sehen wir unsere Gegner natürlich auch so. Weil Nachtsichtgerät haben wir noch nicht. Wiederum ein Traum von uns. Der war jetzt also mittel der Traum. So, morgen Stund hat Gold im Mund, dann fressen wir direkt mal was. Nach der Nacht haben wir nämlich richtig Hunger. So, ja, dann mal los, ne? Lock and load. Gucken wir uns immer noch böse Banditen vorfinden, weil letztendlich müssen wir doch durch die durchkämpfen, weil die genau den Weg zum Agroprom versperren. Wie Spaß dies? Alugi Brau. Ich nix so russe, ja? Schwa. Okay, das Auge und so einen Scheiß haben wir jetzt natürlich nicht zum Verticken. Dementsprechend war ich gar nicht gerade zum Verticken hier. Nee. Sicherer. So, was kann ich mir über Müllhalde finden? Du kannst ziemlich schnell viel Ärger finden, oder? Das ist mir schon bewusst, weil das ist ja gerade wieder übelster Krieg und so. Vor der Hunde, vorsichtig, Bahnstrecke für zu den. Ups. Ah, Bullshit. Was wir sehen jetzt auf Escape gekommen. Mist. Ja, wir müssen uns eh um die Banditen kümmern letztendlich. Hoppala! Ey, Spasti. Da oben sitzt auf jeden Fall noch einer.
liegt einer. Zwei Luken. Und liegen auch noch ein paar. Die sind so kaputt. Die waren auch nicht gelootet. Wohl nix. Hab ich gar nicht gesehen, lustigerweise. Looten. Speichern. Ich denke, wir gehen einfach auch mal nach oben. Wenn mehr Übersicht über Schlachtfeld. Alter, wo kommt der denn jetzt her? Was ein Spaß hier. Ist einfach hochgeschlichen. Ja, toll. Neuladen. Das ist hart. Haben die irgendwas an der KI gemacht oder so? Das ist ja übel. Auf ein neues. Na gut, wenn wir uns saved haben, gut, dass wir wissen, dass da wahrscheinlich gleich wieder einer hochkommt. Laufen? Jetzt häng ich hier fest oder was?